Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von CyberTiber an. Dieser hat über den Medion MD14752 Backautomat geschrieben, welchen er mit 4,3 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der beste Backautomat. Medion MD14752 im Test. Frisches, warmes und selbstgebackenes Brot schmeckt einfach immer am besten. Auch wenn die Zubereitung eines Brotteigs nicht viele Zutaten beinhaltet, kann es doch immer wieder misslingen. Häufig ist aber nicht der Teig schuld, sondern der Ofen. Der Teig kann nicht richtig aufgehen, weil die Hitze sich vielleicht ungleichmäßig verteilt. Ein Brotbackautomat soll dafür Abhilfe schaffen und ich habe heute meine Medion MD14752 Erfahrungen zusammengetragen, in meinem persönlichen Test. Kurz zu der Medion AG. Ich habe gesehen, dass es hier üblich ist, dass man kurz das Unternehmen vorstellt oder einige Daten nennt. Das finde ich teilweise ziemlich interessant und manchmal ist auch erstaunlich, was bei einer kurzen Recherche so rauskommt. Die Geschichte und die Wurzeln gehen zurück bis 1983, wo sie damals noch Brachmann und Linnemann OHG heißen. Mittlerweile gehört ein großer Teil der Aktien der Medion AG zu Lenovo. Zum Sortiment gehören vor allem elektronische Konsumartikel, dabei insbesondere Computer und Notebooks. Außerdem aber gehören auch Tablets, Smartphones, Kameras, TV-Geräte, Soundsysteme, Küchen- und Haushaltsgeräte, Haustechnik und vieles mehr zur Produktpalette. Seit 2016 finden auch immer mehr Smart-Home-Geräte Einzug ins Sortiment, wie intelligente Lampen, Steckdosen, Thermostate, Bewegungsmelder und vieles mehr. Medion MD14752 Brotbackautomat. Funktionen. Zu den wichtigsten Funktionen zählen die 12 Backprogramme, die ich gleich erklären möchte, die verschiedenen Bräunungsgrade und die Warmhaltefunktion. Mit der Warmhaltefunktion kann man bis zu 60 Minuten lang das Brot im Gerät aufbewahren und es bleibt herrlich frisch warm. Die Maschine kann zwischen 700 Gramm und 1 Kilogramm fassen, was einer ordentlichen Portion entspricht. Bei dem weißen Gehäuse handelt es sich um ein Cool-Touch-Gehäuse. Das bedeutet, dass selbst wenn die Maschine arbeitet und vielleicht schon mehrere Stunden im Betrieb ist, kann man es gefahrlos anfassen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Ein weiterer positiver Nebeneffekt der Wärmeisolation ist, dass es auch gleichzeitig Energie spart. Gesteuert wird die Brotbackmaschine oben, wo ein kleines Display zu sehen ist. Darunter und daneben befinden sich insgesamt 6 Knöpfe. Mit diesen kann man zwischen den verschiedenen Programmen wählen und auch seinen Timer einstellen. Der Timer ermöglicht einen eine hohe Flexibilität, da verschiedene Brotsorten häufig sehr lange ruhen müssen. Bei dem Medion Micromax kann man bis zu 13 Stunden vorausprogrammieren. Zusätzlich kommt noch die Warmhaltefunktion von bis zu einer Stunde. Das gibt einen ziemlich viel Spielraum. Mit der Taste LOAF kann man dem Automaten angeben, welche Größe man backen möchte. Entweder gehen 700 Gramm oder 1 Kilogramm. Mit der Taste Color stellt man dann einen Bräunungsgrad ein, wovon es 3 gibt. Bei Light kommt am Ende eine helle Kruste heraus, bei Medium eine mittlere und bei Dark eine dunkle Kruste und sehr stark gebackene Kruste. Am Deckel oben ist auch gleich noch ein praktisches Sichtfenster eingelassen, wo man den Backvorgang beobachten kann. Die 12 Backprogramme. Um ein Backprogramm auszuwählen, muss man zunächst auf Menü klicken und sich dann mit den Pfeilen zum richtigen Programm vortasten. Tatsächlich kann der Medion Brotbackautomat mehr als nur Brot, wie man gleich feststellen wird. Hier einmal die Programme. Basic. Dieses Programm eignet sich für Misch- und Weißbrote. Der Teig wird geknetet, in Ruhe gelassen und anschließend gebacken. French. Hier kann man Brote auf französische Art zubereiten lassen. Der Schlüssel hierbei ist der Knetvorgang, der stimmen muss, um lockere und dennoch knuspriges französisches Brot zu erhalten. Vollkornbrot. Die Kruste und die Körner sind entscheidend. Selbsterklärend ist dieses Programm. Einfach wählen, wenn man Vollkornbrot haben möchte. Quick. Das Programm eignet sich für alle Brotsorten, die keine lange Zubereitungsdauer benötigen. Das Brot wird schnell geknetet, es wird etwas Zeit gegeben zum Aufgehen und zum Schluss das Backen und das alles in wenig Zeit. Ultra Fast. Noch schneller als Quick und geeignet für besonders leichte, lockere Sorten wie Sandwiches. Süß. In diesem Programm kann man süßes Brot zubereiten, wie Bananenbrot, Zopf oder andere mit hohem Fettanteil. Dessert. Als Dessertgebäcke wie zum Beispiel Biskuit kann man hier backen lassen. Pasta. Wer schon immer mal selbst Pastateig machen wollte, der kann dies mit der Medion Micromax verwirklichen. Dough. Dieses Programm ist ideal für Hefe- und Pizzateig. Dieser wird hier nur geknetet und nicht gebacken. Marmelade. Auch Marmelade ist möglich. Mit frischen Früchten und viel Zucker lässt sich eine eigene Marmelade kochen. Kuchen. Hier wird ein schöner Kuchenteig zusammengerührt und geknetet. Backen. Das letzte Programm ist einfach zum Backen von einem Teig, den man nicht schon im Automaten zubereitet hat. Medion MD14752 Brotbackautomat Details. Die Maße der Maschine betragen 38,4 x 36 x 30 cm. Insgesamt kommt man auf ein Gewicht von ca. 7 kg.
Die Leistung liegt bei maximal 580 Watt. Das Material des Cool-Touch-Gehäuses ist Kunststoff und bei der Beschichtung handelt es sich um eine Anti-Haft-Beschichtung. Es gibt 12 Programme. Eine Warmhaltefunktion ist vorhanden. 3 Bräunungsgrade. Im Lieferumfang sind neben dem Gerät noch ein Messbecher und ein Messlöffel inbegriffen. Medion MD 14752 Erfahrungen. Nichts geht über den Geschmack von frischem Brot. Letztes Jahr zur Winterzeit hat es mich richtig gepackt und ich fing klein an mit gekauften Brotmischungen. Die Liebe hielt an und ich brauchte eine Brotbackautomatin. Der Medium Micromax hat bei Amazon fast ausschließlich positive Bewertungen und ist zudem auch recht preisgünstig. Ich wurde nicht enttäuscht. Die Programme sind alle toll ausgewählt und verhelfen zum gewünschten Ergebnis. Am liebsten mache ich Ciabatta und Vollkornbrot. Ich esse beide so unglaublich gern, wenn sie noch warm sind. Gerade das Ciabatta ist ein echter Traum. Zur Sommerzeit, wenn wieder viel gegrillt wird, gibt es einfach nichts Besseres als ofenfrisches Ciabatta. Meine Freunde schwärmen davon und kommen immer wieder gern vorbei, wenn ich sage, dass ich wieder Brot mache. Die Maschine lässt sich leicht bedienen und hat keine Mucke gemacht und sie ist mehrmals in der Woche im Einsatz. Ich liebe den Brotbackautomaten und kann es nur jedem empfehlen. Das Brot wird fluffig, die Kruste knusprig und mir ist es bisher immer gelungen, mehr habe ich mir nicht gewünscht. In meinem Sinne habe ich den besten Brotbackautomaten gefunden, der wirklich sehr gut geeignet ist für Einsteiger und ambitionierte Brotbäcker. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.